Gott ist also eifersüchtig. Auf dich? Ja. Seit wir uns begegnet sind, sind viele seltsame Dinge passiert. Guten Morgen, Maria. Maria? Ich. Ah. Sie? Gregory. Kaffee? Unbedingt. Im Namen eines schizophrenen Wesens mit dreifach gespaltener Persönlichkeit teilen 100 alte Männer ihre Entscheidung mit, indem weißer Rauch eruptionsartig durch ein dickes, schwarzes Rohr emporsteigt. Also ein Journalist, der den Beruf nur des Geldes wegen macht und nicht, weil er an irgendetwas glaubt. Ist ja sehr beruhigend. Manchmal habe ich das Gefühl, ich hasse dich. Nicht so sehr wie ich mich selbst. Du verliebst dich nicht so leicht, habe ich recht? Ja, das kann man so sagen. In mich darfst du dich nicht verlieben. Quanto è grande giorno, bambina? Venerdì. Ich liebe es. Es ist zu Chanel. Everybody's gotta feel sometime. Please. Seit wir uns begegnet sind, sind viele seltsame Dinge passiert. Weißt du, immer wenn einer von Liebe auf den ersten Blick geredet hat, wusste ich nie, was er meint. Deswegen muss ich es dir jetzt sagen. Rakastan Sinua. Was? Keine Ahnung, soweit ich weiß, ist das Finnisch? Ich weiß auch nicht, was los ist. Ich will nur sagen, dass Rakastan Sinua. Ich konnte nicht mehr sprechen. Ich habe mein Zimmer verloren, wurde ausgeraubt, ins Gefängnis geworfen und gestern landete ich im Krankenhaus, weil ich umgekippt bin. Ich habe einen verdammt schnell wachsenden Tumor in meinem Kopf. Oh mein Gott, ich... Und er sieht so aus wie das Abbild von Jesus auf dem Turiner Grabtuch. Ich habe keine Ahnung, wovon du sprichst. Von Gott. Gott ist also eifersüchtig. Dio? Il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo ist eifersüchtig auf dich? Ja. Lo so, ti piace il dolore, senza amore, amore non mando. Dagegen kann man doch irgendwas machen, oder? Wir müssten das ganze Gehirn entfernen. Und das funktioniert?